Willkommen bei Unplugged Wohnzimmer. Heute ist bei uns zu Gast Vera. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich mit dem ersten Song und dann gibt es eine Fragerunde. Viel Spaß. In the pale morning light, still dented by your touch, did my skin say its farewell to yours? I saw it in a different light, had felt some kind of red. Inspire me to open different doors. And now that fracturing pain is taunting again, why don't you want me? Can't say that I do. Still it's flooding my mind like a child's desperate cry, as if love was something I never knew. Human meets human. Okay, also ich muss gleich mal einhaken. Voll schön. Ich habe auf deinem Instagram-Account, ich habe erst gedacht, du kommst irgendwie aus einem englischsprachigen Land, weil das klingt total krass. Also du hörst dich echt wirklich authentisch so an, als ob es deine Muttersprache wäre. Aber du kommst tatsächlich aus Berlin. Bist du hier auch geboren oder zugezogen, wie manche? So. Also wie so viele andere auch. Genau, inklusive mir. Okay. Warum hast du? Du kommst aus Freiburg. Warum hast du dich für Berlin entschieden? Wegen der Musik oder möchtest du darüber sprechen? Also es waren so mehrere Faktoren. Es war irgendwie einerseits so. Also ein bisschen näher ans Mikrofon, genau, damit wir dich alle hören. Ich wollte gerade fragen, muss ich ins Mikro sprechen oder nicht? Genau, also es war irgendwie eine familiäre Entscheidung und ich bin hierher gekommen, auch wegen meinem Studienplatz. Also ich habe angefangen, Psychologie zu studieren hier. Ah, oh cool. Und dann hatte ich so im Hinterkopf, so ist schon auch eine gute Stadt für Musik. Und ich hatte bis dato, also vielleicht
zweimal öffentlich gespielt oder so. Okay, wie lange ist das jetzt her? Also wie lange gibt es dich als Vera schon? Wie lange machst du Musik? Also dass ich so regelmäßig auftrete seit 4 Jahren. Okay, na das ist doch schon ganz schön lang. Ist es dann sozusagen dein erstes Projekt oder warst du früher schon in Bands? Ist mein erstes. Ich habe es nur dann irgendwann aus meinem eigenen Zimmer quasi. Ja. In öffentlichen Räume verlegt. Voll toll, voll schön. Du schreibst alle Songs selbst, soweit ich das jetzt... Genau, also ich spiele manchmal auch Cover, aber also das muss dann irgendwie schon so genau passen. Ja, ja, also dass man sich damit selber so identifizieren kann. Genau. Ja. Ah, cool. Also mega schön. Ich hätte jetzt gar nicht erraten, ob das jetzt dein eigenes oder eventuell doch ein Cover war. Es ist wirklich wunderschön. Wie schreibst du Songs? Also wie kommst du sozusagen auf deine, was inspiriert dich, wo würdest du sagen, holst du deine Inspiration? Also bist du so jemand, der sagt, ich gehe irgendwie, weiß ich nicht, in den Wald und hol mir da Inspiration? Oder bist du so, dass du sagst, okay, ein Thema regt mich total auf oder gefällt mir gerade total gut? Sowohl als auch. Nein. Okay, das ist voll interessant. Ja. Also eigentlich in den Wald gehe ich eigentlich gar nicht so viel. Also da nicht meine, also ich gehe schon viel in den Wald, aber dort habe ich nicht meine. Bei mir auch meistens, nicht. Meistens entstehen Songs dann, wenn irgendwie so ein innerer Prozess so zum Abschluss kommt. Mhm. Genau, es kann inspiriert sein von außen oder von innen, also das ist quasi egal. Und genau, dann ist meistens irgendwie so dieses Erste, was ich sagen möchte, ist dann da. Und dann geht es so 1-2 Wochen, manchmal auch länger, wo ich so in dieser Arbeitsphase bin und dann fallen mir auch Fetzen auf dem Fahrrad ein oder unter der Dusche oder beim Einkaufen. Aber okay. So dieses erste, also dieses erste Gefühl quasi oder die erste, okay. Ja, das, worum es geht, das, der Kern, der entsteht dann irgendwie, entsteht einfach. Dann verfolgt es dich sozusagen überall, genau, bis es sozusagen fertig ist. Cool, sehr schön. Was hören wir als nächstes? Wie heißt dein Stück? Und um was geht es so songwriting-technisch? Wie bist du dazu gekommen? Muss ich kurz auf meinen Zettel gucken. Ja, okay, kurze Werbepause. Suspense heißt der nächste Song. Das ist ein älterer Song. Der war von einem Gespräch mit einer Freundin inspiriert, die sich zu dem Zeitpunkt irgendwie so bestimmte Fragestellungen hatte und irgendwie hat mich das inspiriert, diesen Song zu schreiben. Ah, cool, sehr schön. Dann freuen wir uns jetzt. Muss ich aber erst mal kurz umstimmen. Genau. Da kannst du noch was Interessantes erzählen. Genau. Vera ist auch auf Instagram. Genau, ihr findet sie unter Listen to Vera. Da kann ich dich nebenbei so fragen, ich meine, wir machen ja gerade Werbung, deswegen kann ich dich so nebenbei fragen, findet man dich auch auf YouTube? Weil ich habe Vera eingegeben, weil ich habe keinen Nachnamen oder so gefunden. Hast du einen YouTube-Account? Ich habe ganz akribisch gesucht und nichts gefunden. Dann habe ich wahrscheinlich keinen. Das ist sehr schade. Das ist, ja. In Arbeit. Ein bisschen schade. Ich sage jetzt, es ist in Arbeit, ja. Total, das wäre total schön, weil ich habe nämlich 2 Videos entdeckt. Es gibt dich doch auf YouTube. 2 Videos gibt, die sind über einen anderen Kanal hochgeladen worden. Ich habe jetzt den direkten Namen vergessen. Wiesel. Ah, ja, genau. Wiesel Audio. Wiesel Audio, genau. Und die sind total schön. Und ich habe gleich gesucht, ob es davon mehr gibt. Und es wird bald mehr also davon geben. Vera auf YouTube. Ja, ist in Planung. In Planung, sehr schön, sehr schön. Ich freue mich. Dann ist jetzt fertig gestimmt. Passt. Noch ein bisschen was muss ich noch sagen. Okay. Voll cool. Normalerweise gerate ich da nämlich immer so ins Schwitzen. Bei so Stimmen und dann an Moderation. Und es ist auch gar nicht... Es ist auch gar nicht heiß hier oder ich gerate auch gar nicht ins Schwitzen, weil ich jetzt überlege, ich weiß ja noch nicht alles über dich, ich kann noch gar nichts so plaudern. Ja, YouTube, Unplugged Wohnzimmer, machen wir mal ein bisschen Werbung. Ihr findet uns auch auf Instagram, Unplugged Wohnzimmer, @unpluggedwohnzimmer. Wir haben tatsächlich einen YouTube-Kanal, auch Unplugged Wohnzimmer, wo dann das Video sozusagen gestreamt wird, gerade eben, und auch Videos in Folge auch noch folgen werden. In welche Kamera muss ich eigentlich gucken? Also, genau. Spreche ich zu den Leuten. Genau, und ich spreche hier zu den Leuten. Okay. Hoffen wir es. Okay. Genau. Alright. So, dann viel Spaß. Way too easy.
trance I'm getting into. Oh, my heart, I give it just to be left alone again. So if I was a sailor, I would have sailed away. Suspense is freedom, a triangle that keeps me floating safe. But suspense is killing me. I'm on fire and the ashes on my grave. I'm on fire, the ashes are my grave. I'm on fire, the ashes are my grave. It's way too easy, and I can't walk away just yet. I want your presence to please me and not to be aus. Also weil ich glaube, das ist mein Lieblingsspielzeug.
Ich bin eine technische Null. Ja, ich auch. Also, ja, voll. Nee, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich den. Das Einzige, was man üben muss, ist halt das Timing. Machen wir zusammen eine Loop-Session. Ja, können wir machen. Singen oder, achso, also ich hatte nie jetzt groß Gesangsunterricht. Ich habe einmal so eine Phase gehabt, ich habe bei so einem Popkurs Hamburg heißt das, habe ich mitgemacht. Genau, und da hatte ich ein bisschen Gesangsunterricht, das war auch ziemlich cool. Und eigentlich würde ich voll gerne mal so über einen längeren Zeitraum, aber hat sich bisher, habe ich noch nicht in Angriff genommen. Ja. Das habe ich aber ein bisschen gelernt. Also da hatte ich Unterricht. Es lohnt sich auf jeden Fall. Da sitzt meine Mama. Ja, halt, also, also ich habe mich einfach nie getraut, vor Leuten zu spielen, sozusagen. Ja. Also jetzt habe ich ja, die letzten Jahre habe ich ja, so, also in kleinerem Rahmen irgendwie häufiger gespielt. Und außerdem habe ich mir sagen lassen, dass ich, auch wenn ich sehr nervös bin, von außen trotzdem sehr ruhig wirke. Ja, das war jetzt mein nächster Punkt. Ich will das sagen, dass du Lampenfieber hast oder irgendwas. Das ist gut, weil dann hat man jetzt alles nicht gehört, was ich Schreckliches gesagt habe. Aber das hat es bestimmt nicht. Gut. Egal, wir tun so jetzt so, als ob es jetzt wieder von vorne losgeht. So, hallo Vera. Schön, dass du heute hier bist. Ja, war denn die Anreise gut? Ist super. Wo wohnst du, in welchem Stadtteil wohnst du eigentlich? Musst du weit herfahren? Nee, aus Treptow kam ich. Na, das ist schon, ich komme auch aus der, das ist schon mit den, wenn also die... Also man sitzt halt eine Weile, aber es ist jetzt kein wenn die BVG quasi hält, was sie ja, du kann, bist die, ich habe schon, genau, du bist die richtige Route gefahren und ich bin nämlich falsch gefahren. Deswegen kamen wir fast gleichzeitig sozusagen an, obwohl ich 2 Stunden früher losgefahren bin. So kann man es zusammenfassen. Genau, wir waren gerade bei deinem musikalischen, wann es gestartet hat sozusagen. Du hast vor 4 Jahren mit Vera angefangen, aber du hast schon immer nebenbei sozusagen zu Hause für dich gespielt. Live warst du allerdings trotzdem aufgeregt, sozusagen. Jetzt, obwohl du so viele... Ich bin fast gestorben bei den ersten Open Stages. Ich sterbe da immer noch. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Also ich finde nervös. Ich glaube, ich bin nicht nervös, sondern es ist nicht mehr so ein Problem für mich, nervös. Genau, weil du einfach schon viel Live-Erfahrung jetzt gesammelt hast. Also in so einem bestimmten Rahmen. So, sobald es dann irgendwie ein anderer Kontext ist oder größer. Es ist wieder gleich aufregend. Ich kenne das, ich sehe das ganz genauso. Okay, so, wo hast du live so gespielt? Wo konnte man dich, beziehungsweise wo kann man dich in Zukunft sehen? Wo bist du immer so unterwegs irgendwo? Also bestimmt. In Berlin habe ich recht häufig gespielt, in so kleineren Sachen. Ich war genau im Kinderstuben, Open Mic, jeden Sonntag. Ist das schön da, ja? Das ist sehr schön. Ach cool, da komme ich mal vorbei. Ja, komm doch mal. Super, genau. Also ja, ich sehr bin gerne. Da gar nicht, zu Zeiten nicht so oft, aber es ist... Genau, mit Corona ist ja alles ein bisschen blöd. Die Fragen stellen wir dann später dazu, zu dem Thema. Das heißt, wir hören jetzt erstmal den nächsten Song, sonst verplappern wir uns wieder. Wie heißt der denn? Theories. Das ist übrigens der Song nochmal YouTube. Ja, ich meine, das ist Stimmt, den gibt es ja. Genau. Den kann man auf YouTube anhören und es ist wirklich sehr empfehlenswert, weil der ist sehr schön. Ich bin jetzt gespannt, wie er hier live geht. Viel Spaß mit Theories. The key to the core.
a waste of time. I've put to practice too long. And life isn't endless, and I want a great day. Able to undress and be bare, unafraid to be seen by someone or no one, to know in my last goodbye, I have owned my life, my love, the losses, the lies I've crossed, and all of my choices and all their consequence. My love, the losses, the lines I've crossed, and all of my choices in all their Ich auch nicht, weil ich habe es auch mir selber, beziehungsweise meine Schwester hat es mir beigebracht, und das klingt irgendwie trotzdem nicht so wie bei dir. Ja. Hat ja auch jeder seinen eigenen Stil. Genau. Ich habe einen ganz besonderen Stil, ja. Übst du sehr viel? Jetzt sag nicht gar nicht. Ich will das jetzt tatsächlich... Diese Frage nicht beantworten. Weil ich würde... Echt gerne. Ich kenne das. Es sehr unprofessionell, es zuzugeben. So, nein, nicht überhaupt nicht. Also schon. Ja, man kommt wirklich zu wenig dazu. Also ich denke es mir wirklich so, oh mein Gott, wann hast du das letzte Mal geübt? Das kann doch nicht sein, was immer los ist, dass man das Üben einfach keine Zeit dafür hat. Ne? Ja, vor allem ich mag gerne dann so wirklich irgendwie halt so mehrere Stunden da drin so verschwinden. So genau. Drei, vier oder so. Genau. Dann habe ich das Gefühl, dann ist es auch produktiv. Mhm. Und so in kürzeren Zeitabschnitten übe ich dann halt die Songs oder so. Mhm. Aber ich war jetzt schon lange nicht mehr in meinem Proberaum, eben auch Corona-bedingt und so. Mhm. Zum Teil. Ich freue mich schon sehr drauf, wenn ich da mal wieder ein bisschen lost gehen kann. Aber na, du übst ja heute sozusagen auch. Das zählt ja. Quasi. Ne? Genau. Genau, dann machen wir gleich mal weiter und verquatschen uns hier nicht wieder. Kannst du das Mikro ein bisschen lauter machen, dass ich mich ein bisschen mehr höre? Fühlt sich das Publikum wohl? Ja. Ja? Sehr schön, wunderbar. Wenn ihr noch was zu trinken wollt, ne? Dann. Weil sonst machen wir einfach eine kurze Werbepause, ne, Mirko? Du hast die doch vorbereitet. Die Werbepause, natürlich. Da arbeiten wir noch dran. Werbung. Okay, nee, da arbeiten wir einfach. Ist in Arbeit, sozusagen. Ist alles in Planung und in Arbeit? Das klingt doch gut. Richtig Werbung machen möchte. Genau, alles in Planung. Ne? Und der nächste Song?
Okay, bevor das jetzt hier eskaliert und wir uns, würde ich sagen, wir unterhalten uns später weiter. Wie heißt denn dein nächster Song? Layers. Layers, okay, viel Spaß. Take off those worn out shoes. You have been dancing the blues far too long. And take off those protective gloves you out for your fingers. Feel the touch and how it lingers. Feel the touch, how it lingers. And I know fully well there's a reason for you to cover up, and I would never dare to say it's easy to take it all off. Oh, but don't you think it's worth a try? Don't you think it's worth a try? And take off this suffocating coat. You can barely breathe in and take off this mask that covers your face. I haven't played that song in Corona times yet. And is worth a try.
the blues far too long. It's time for a pair of new ones. Okay, das war jetzt echt strange, diesen Text zu singen. Und es ist auch schon bei Take Off Your Protective Gloves. Ich so, I don't know. Ich wollte gerade sagen, lass uns doch diese Frage gleich mal klären. Das wunderbare Jahr 2020. Ja. Wie hat es dich beeinflusst im Sinne gerade musikalisch, beziehungsweise was nimmst du daraus mit? Ist es eher positiv für dich gewesen, eher negativ? Möchtest du es mit uns teilen? Ich glaube, beides. Also für mich persönlich war dieser Break auch in unterschiedlichen, also sowohl musikalisch als auch familiär, irgendwie super gut getimed. Okay. Und es hat irgendwie super viel Raum für Orientierung gegeben. Also irgendwie, weil ich habe mir so das Jahr davor ziemlich viel Druck gemacht, weil ich dachte, und jetzt muss ich, und Marketing und Business und das Musikbusiness. Genau, man ist so im Rausch, ja. Und das machen und ja, das ja, ja. Und es gibt KünstlerInnen, denen fliegt das total zu, dieses ganze irgendwie Branding und so, und das ist so ein Paket und das ist voll schön, und bei mir ist es nicht so. Ist auch tricky, ja, ich kenne das. Genau, und irgendwie hat das ein bisschen Raum gegeben, so zu schauen, okay, was ist eigentlich meine Vision so dafür und auch was gibt es irgendwie, es gibt noch andere, also ich habe ja auch eben angefangen gehabt mit Psychologie in Berlin und das ist einfach auch ein sehr großer Interessensbereich und zu gucken, hey, okay, vielleicht muss ich nicht mich zu Grund und Boden richten. Ja, mal so einen Stopp, ne? Irgendwie die, genau. Alle mit diesem selbst generierten Stress quasi, dass ich das jetzt irgendwie so schaffen muss und das, genau, in dem Sinne war es hat es irgendwie Luft. Ja, das ging mir auch für Sachen, so, die eigentlich voll wichtig waren. Genau, dass man einfach mal kurze Stopp macht und eigentlich checkt, wie man sich selber überhaupt stresst. Man merkt das ja in dem Moment gar nicht. Also ich bin da auch so, man macht und macht und plötzlich so ein Muss, dass man eine Pause machen muss. Und das ist eigentlich, ich finde eigentlich das Einzige, was wirklich sinnvoll war, wo man wirklich mal selber kurz nachdenkt, was mache ich eigentlich und was ist mir überhaupt wichtig? Weil oft investiert man auch in Dinge, die gar nicht so wichtig sind und merkt das selber gar nicht. Ja, und irgendwie so zu gucken, okay, wo möchte ich quasi, wie da bin ich total bei dir. Den Fokus, auf welche Dinge möchte ich den legen? Genau, so in meinem Leben. Genau. Ja. Was war nicht so cool? Naja, so, ich liebe Tanzen und ich kann nicht tanzen. Ich habe jetzt schon manchmal zu Hause in meinem Wohnzimmer mit Kopfhörern einfach dann Hip-Hop oder Standard? Party gemacht. Nee, mehr so elektronische Musik hören. Okay, ja gut, das ist natürlich dann ausgerechnet jetzt ein bisschen blöd. Aber wir hoffen ja alle, dass es bald wieder soweit ist. Über die Zukunft reden wir erst am Ende. Die Frage hebe ich mir jetzt noch ein bisschen auf. Wir hören jetzt noch einen Song von dir, der wie heißt? Ist das schon der Titel? Ich muss nochmal stimmen. Oh, das heißt, ich muss wieder was erzählen. Ich muss mir für sowas wirklich ein paar Geschichten bereitlegen. So, und Vera, stimmt. Ich komme, die ewig brauchen. Ja, ich könnte. Ich habe dieses eine Tuning entdeckt, Open D, und seitdem schreibe ich alle Songs nur noch in Open D. Ehrlich gesagt, weiß ich dann halt nicht mehr, was ich spiele. Also das ist so, deshalb ist es nicht kompliziert. Ich finde es immer toll, wenn man sich von jemandem eine Gitarre schnell leihen will und die ist dann völlig auf eine andere Stimmung aus. Und man steht so da und denkt sich, oh nein, warum habe ich sie mir nur geliehen? Ja, das steht Stimmgerätschaft ab. Ja, aber man will ja den... einfach mit Tunings rumspielen, da kommen irgendwie neue Ideen von ganz alleine. Das ist aber auch ein echt cooler Tipp, weil irgendwann ist es ja so ein bisschen erschöpft, das Ganze, ne? Wo man sich denkt, ne, so ein paar Varianten wären jetzt schön. Das ist eine gute Idee. Aber früher, wie ich Gitarre neu gelernt habe, fand ich das nicht witzig. Da war ich so froh, dass ich überhaupt mit der einen Stimmung irgendwie klarkam. Und dann so, ja, leih ich dir gerne. Musst nur kurz umstimmen. Was ist das? Umstimmen? Was meint ihr denn? Also es war so wirklich ganz am Anfang, wo ich Gitarre neu gelernt habe. Deswegen
war ich da nicht so begeistert. Aber wir lernen ja heute Abend ganz viel. Ne? Wenn du noch länger stimmst, dann kann ich dich nebenbei ja noch ein paar fiese Fragen fragen. So. Nee. Bin fertig. Sowas. Mann. Ich heb sie mir auf für die nächste Stimmung. Du darfst den Song anmoderieren. Der Song heißt Held. Los geht's. Und jetzt blenden wir wieder eine Werbepause ein. Ganz in Ruhe. Wir haben es doch gemütlich hier, oder? Ja. Kalt ist es nicht. Eher ein bisschen warm. Für den Winter ist es schon gedacht, ne? Die Temperatur. Das ist schon mal... Genau, und man spart sich die Sauna. Jetzt habe ich es. Genau, hat niemand gemerkt. I stretch myself beyond my borders. I walk empty-handed, tingling heart and mind. When I laugh, I trust you to hold me in case I should fall. Your love makes me walk bravely naked in bed. Hold me. And I know of the thunder in the night and of lightning that may strike. I dance with the monsters in the woods you see. No longer will I run away when they want to talk to me. And I trust you to hold me in case I should let myself be held.
Ja, ich wollte gerade mal so ein bisschen fragen zu deinem, man sagt ja immer, das ist Genre und das Ganze irgendwo zuzuordnen, bin ich immer nicht so ein Fan. Aber wie würdest du es selber so zuordnen, beziehungsweise hast du dir Gedanken gemacht, was für eine Art von Musik oder hat dich irgendwas inspiriert, was für eine Art Musik du machen möchtest oder ist es einfach so passiert? Tatsächlich. Ja. Es kam ja, einfach so aus dir raus. Und dann versucht man im Nachhinein irgendwie das irgendwo in eine Schublade zu stecken, sozusagen. Ich sag, glaube ich, immer so Folk, Indie-Folk oder so. Genau. Aber eigentlich weiß ich nicht, ob es wirklich Folk ist. Egal, es Hauptsache, das sind irgendwo so. Sicherlich auch Blues. Genau. Ja, es wird man immer wieder gefragt, ne? Wie ist dein Genre so? Und bitte Schublade und zu, ne? Deswegen wollte ich die Frage eigentlich nicht so genau stellen. Ich hatte gedacht, vielleicht hast du irgendwelche besonderen Vorbilder gehabt, wo du gesagt hast, die haben dich besonders inspiriert oder da hättest du sozusagen früh angefangen zu hören. Nee, tatsächlich auch nicht. Ich habe viele, glaube ich, die in meinem Genre oder quasi in dem selben Genre genau. So am rumhängen sind wie ich, sind viel mit diesen Folk-Größen groß geworden, okay. Also irgendwie Dylan und Joni Mitchell gekommen und so. Mit denen du auch unter anderem verglichen wirst, sozusagen. Mhm. Mit denen du unter anderem ja auch verglichen wirst, was ich so gelesen habe. Ich glaube, irgendwo steht eine Beschreibung, ja, dass stimmt, du... Ja, es gab irgendwo eine Review. Genau, aber bei genau. mir war das nicht so. Also ich habe das erst quasi dadurch, dass Leute mir gesagt haben, oh, das hat mich irgendwie vom Gefühl her erinnert. Habe ich dann so, okay, ich muss jetzt... So, also klar, irgendwie kannte ich... Ja, natürlich, aber... Songs, so, ich will jetzt irgendwie... Genau, aber ich bin nicht mit krassen musikalischen Idolen aufgewachsen. Mhm. Ich bin eher so mit Soul und Funk aufgewachsen, weil mein Papa in einer Soul und Funk Band gespielt hat und fand es immer voll doof, dass ich nicht so eine geile Stimme hatte. Also ich wollte eigentlich immer so klingen. Ja, okay, ist doch gut, dass du jetzt so klingst. Genau, so und ich habe aber so gesangliche Vorbilder quasi. Also wo ich sage, also zum Beispiel Katie Melua ist für mich eine absolute Queen, Cat Frankie. Cool. Aber in Sachen Gesang sozusagen, nicht die Musik dazu doch, machen, sondern... Ich liebe sondern die Musik auch so auch? Voll, aber das ist ja... Okay, verstehe. Ich bin jetzt nicht von irgendwie... Mit den Platten groß geworden und dann hast du so gesagt, so eine Musik willst du auch machen. Genau, also im Teenager-Alter hab ich das dann quasi gefunden und aufgenommen und das hat mich auf jeden Fall inspiriert, weil ich dachte, okay, es gibt Leute, die machen auch sowas, wie ähnlich, ähnlich, aber so eben genremäßig wie das, was so ich so in meinem Zimmer. Cool. Ich finde es super spannend, dass es bei dir andersrum ist. Also das habe ich auch noch ehrlich gesagt noch nie so gehört, dass Leute auf einen zukommen und sagen, hey, du machst die und die Art von Musik und du hast gar keine Ahnung, wo das sozusagen alles herkommt. Es kam einfach aus dir raus sozusagen. Und danach hat man sozusagen versucht, irgendwo muss das doch herkommen. So wie mit deinen ganzen Talenten. Die müssen doch irgendwo gelernt sein. Ne? Okay, cool. Ich habe so zwischenzeitlich so ein bisschen, ich bin ein riesen Boy-Fan. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Und ich hatte so, also ich bin ein Riesenfan und gerade bei dem Song jetzt hatte ich so das Gefühl, so das könnte so ein bisschen in die Richtung gehen. Also ich hoffe, das ist ein guter Vergleich für dich. Auf jeden Fall, ich freue mich total. Genau, weil das hatte ich irgendwie, ich bin ein wahnsinniger Fan und das fand ich jetzt irgendwie gerade so, wo so für die auch ein typischer guter Song wäre. Ich habe das noch gar nicht, ich hatte das quasi selber nicht im Kopf, aber jetzt, wo du sagst, denke ich, stimmt, ja. Genau. Also es ist jetzt natürlich total deins und so, aber wo man sagt, ich hey, weiß voll, was du meinst. Vielleicht... schreibst du mal einen Song für die? So. Ja, ne? Genau, jetzt hier kurze Werbung. Falls ihr zuguckt, was ja ganz sicher der Fall ist, meldet euch bei Vera. Nochmal Instagram, listen to Vera. Also, wer einen Song im Boy-Style unter anderem oder Joni Mitchell möchte, meldet sich bitte. Oder auch so, ne? Einfach nur so, wenn dir jemand schreiben möchte. Genau, für ein Konzert oder Zusammenarbeit oder so. Wir machen das ja alles, wir haben das ja jetzt schon alles vereinbart. Ich muss dir jetzt nicht mehr schreiben, oder? Wir haben das jetzt schon ausgemacht, ne, dass wir uns treffen. Gut. So, bevor ich dann meine letzte Frage stelle, hören wir noch einen Song, der wie heißt? Das ist mein neuester Song. Und der hat noch nicht so einen richtigen Namen, aber der Arbeitstitel ist Loops. Okay, ich finde, das klingt doch auch schon so als Titel gut. Du hast extra klein geschrieben, ne, damit du es besonders schlecht lesen kannst. Ich saß vor allem in der S-Bahn und dachte, ich muss noch eine Setlist machen. Und zum Glück habe ich immer einen Kuli dabei und Papier. So als Songschreiberin, ne? Ist das ja das Standard, was man bei hat? Ja, ich weiß nicht. Ich habe es nicht dabei. Ich habe auch immer ein Taschenmesser dabei und einen Löffel. Und das braucht man auch als Songwriter. Ich glaube, das verbuche ich eher unter dem irgendwie so Soccer Mom Dings so. Einfach immer Pflaster.
Wundspray, muss alles dabei. Du hast das Wichtigste bei. Braucht man noch irgendwas? Ich glaube nicht. Also das sind die Sachen, die bei mir alle fehlen. Ich muss mal drüber nachdenken. Dann muss man mit mir unterwegs sein, dann kannst du dich ganz sicher fühlen. Auf jeden Fall. Also das wird aufregend. Aber jetzt haben wir erstmal deinen neuen, unveröffentlichten, inoffiziellen Song mit dem unveröffentlichten Titel Loops. Genau. I don't know how to feel alive. My head all dry on the inside. Mouth opens only to breathe out. In the deafening silence. Was ist das? Abgesehen davon, dass es unheimlich schön klingt, hast du keine Angst, dass du dich mal verdrückst oder irgendwie? Dass doch. Und wenn du dann einfach weiter singst in deinen anderen Ichs und die hören nicht mehr auf, naja, gibt's also das auch? Die anderen Ichs hören nicht mehr auf. Das gibt's ja. Das gibt's. Ich wusste, das gibt's. Also, das ist halt einfach an und aus. Okay. Das Einzige, was du halt
quasi üben musst, ist das Timing. Okay, also das klingt ja so cool. Wahnsinn. Ja. Krass. Die stehen alle draußen, ne? Ja, das kann ja genau, so kenne ich das auch. Nee. Ja. Oh, das ist so cool. Ja, das ist aber auch, weil das Pedal so ein bisschen limitiert ist, also weil der kann, das speichert auch nicht ab. Das heißt, ich kann nicht was aufnehmen, stoppen und dann wieder. Ah, es ist in dem Moment sozusagen. Immer nur quasi nur das. Gut. Dann würde ich sagen, komme ich zu meiner letzten Frage. Wann geht's in die großen Stadien? Also ich meine, vorbereitet bist du ja. Ne? Ja. Naja, so Ed Sheeran oder so, ich meine, der stellt sich ja auch mit seinem Loop da so mal in die große Halle. Ist das so auch dein, also wir sind jetzt in der Kategorie Zukunft, ist das auch dein Ziel? Oder ist es dir, lässt du einfach so auf dich zukommen? Also worauf ich richtig Bock habe, genau, ist einfach qualitativ hochwertige Konzerte zu veranstalten, gerne auch mit anderen MusikerInnen dazu. So unterschiedliche Besetzungen, mal so, auch vielleicht nach Anlass. Mhm. Und ich glaube, das ist mir das Wichtigste, wo das dann stattfindet, cool. Solange es quasi diesen Kern irgendwie hat von, irgendwie oder für mich sicher. Dass du zufrieden bist, sozusagen, genau. Dass du happy mit bist, wie deine Songs sozusagen. Solange ich fühle quasi. Genau. Ich spiel, cool. Du hast auch, ich glaube, ein Foto auf Insta mit Band. Spielst du auch zwischendurch mit Band oder wie ist das? Also ich habe meine Record-Release habe ich mit Band gespielt. Ah, okay. Genau. Und dann im Popkurs habe ich natürlich super viel. Das war auch richtig cool, weil ich dann mal nur als Sängerin zum Teil war und da auch nochmal irgendwie, was das Stimmpotenzial angeht, einfach, weil mir schon ein Klangteppich geboten wurde und ich mich da einfach austoben konnte. Das war auch mal, das war richtig cool auch. Und mal schauen, also ich bin gerade in einem Projekt, das heißt Luftsprung Live. Okay. Das ist von einer Stiftung, die chronisch kranke Menschen unterstützt. Okay, krass. Und das ist quasi so ein Unterprojekt davon. Mhm. Und da machen wir auch, das ist jetzt übrigens auch Werbung. Ja, Werbung an dieser Stelle. Also das ist die Aktion Luftsprung. Unbedingt, genau. Ja. Und da komme ich jetzt auch nochmal mit anderen MusikerInnen zusammen. Und da bin ich gespannt, also wir haben noch nicht live miteinander gespielt, because of Corona. Mhm, genau. Also es ist jetzt nicht in der Corona-Zeit entstanden, sondern ihr wurdet durch Corona sozusagen, jetzt momentan musstet ihr pausieren. Es wurde so ein bisschen gebremst, also hätte Workshops gegeben. Okay, schade. Naja, wurde so ein bisschen online verlagert. Okay, oder wird dann nachgeholt. Genau. Du hast eine EP rausgebracht. War das dann der erste sozusagen, als wäre 2018, wenn ich es richtig... War ja recherchiert. Nein, ach, ich habe da irgendwo mal so drüber gelesen. Genau. Wie geht's da weiter? Was kommt als nächstes? Du arbeitest gerade an neuen Songs. Wir haben ja gerade einen neuen gehört. Was ist jetzt sozusagen, sagen wir mal, dein nächstes Etappenvorhaben, was sozusagen entsteht? Ich möchte eigentlich am liebsten jetzt im Herbst oder Anfang nächsten Jahres eine EP aufnehmen. Okay. Mit den ganzen Songs, die in diesem Open-E-Tuning sind. Na, das ist ja perfekt. Cool. Also das ist so der Plan. Und dann irgendwie... Das ist natürlich immer das Problem, wenn man lange nicht aufnimmt, dann hat man dann viele Songs, die nicht mehr so präsent sind, wo man denkt, nehme ich das jetzt noch auf? Oh Gott, das kenne ich, das ist so blöd, ja. Ich weiß. Werde ich wahrscheinlich dann auch irgendwie noch oder tun. Weil da kommen schon wieder neue dann, bis die anderen aufgenommen sind, hat man schon wieder neue geschrieben. Man entwickelt sich ja auch weiter. Und das ist genau, ja, und vor allem, man ist dann auch voll in einem Song gerade gefühlstechnisch drin. Wieso sollte man den dann sozusagen zurückstellen, um einen nur... der früher geschrieben wurde, aufzunehmen. Da habe ich dann auch gedacht, rein rational muss nun der aufgenommen werden. Aber auf den habe ich gerade schon gar keine Lust mehr. Das ist eigentlich schon Vergangenheit. Aber musst du eigentlich immer sofort. Das ist eigentlich das auch so mein Ziel. In Zukunft einfach schneller dann auch die Songs aufzunehmen, da wo sie halt gerade so brennen, wo man gerade so emotional so richtig krass drinsteckt. Ja. Und ist ein neuer Song jetzt dann da auch sozusagen mit in? Der wird da auf jeden Fall auch drauf. Sehr cool, ich will die haben. Kriegst du. Sehr cool. Ich bin gespannt. Hast du denn jetzt noch einen Song für uns? Wir müssen mich langsam mit der Zeit ein bisschen gucken. Genau, also ich hab noch einen, aber ich richte mich total nach euch. Gut, dann machen wir den jetzt mal und vielleicht haben wir dann noch ein bisschen Zeit. Hey, best das ist ein Song. Okay, wunderbar. Spiel den einfach ein bisschen schneller, dann können wir noch einen.
we keep on falling back into our favorite traps. Hey lover, where are we at? We keep on falling back into our past. Hey lover, I don't know where I'm at. Will you be there when I'm back? There are no promises, but the one to try. We can't know what might be born from this. And such is life. To keep holding hands, it's one decision at a time. I'll never be yours, and she'll never be mine. I'll never be yours, and she'll never be mine. You'll always be yours, and I'll always be. Übrigens, vielen Dank, dass ich die Gitarre leihen durfte, nachdem meine spontan den Geist aufgegeben hat. Leicht. Ja, aber war auch irgendwie cool, mal wieder auf einer nicht elektrischen Gitarre zu spielen. Ja, ich bei manchen Songs habe ich gedacht, so, oh, das ist eigentlich auch gut. Ja, jetzt war es doch voll harmoniert. Also ich finde, die solltest du mitnehmen. Ist doch okay, oder? Ich finde, Vera kann die mitnehmen. Kurze Werbung. Da kann ich auch meine Gitarre hinbringen. Also wir haben einige Themen nach dem Livestream. Cool, voll gut. Werde ich mir aufschreiben. Meine Abschlussfrage. Wäre es denn okay für dich, von der Musik zu leben in Zukunft? Also bekannter zu werden? Also wäre das sozusagen in Ordnung für dich, wenn du nur noch Musik machen würdest? Beruflich? Du musst nicht antworten. Ja. Ich würde jetzt erstmal sagen ja. Mhm. Und dann würde ich ja sehen, also ich weiß nicht, ob es dann für immer so. Also naja, klar, jetzt das kommt so als Phase, genau. Ich habe genau. Die Erfahrung noch nicht gemacht, deshalb kann ich es eigentlich noch nicht so richtig beantworten. Genau. Hast du dir das schon mal so überlegt, dass du, wie das wäre oder ob du das. Ja, das war cool. Schon irgendwie so, vor allem so im letzten Jahr, irgendwie deshalb habe ich mir auch diesen vielen Stress gemacht, dass das so das Ziel, deswegen frage ich auch. War. Und mittlerweile habe ich so das Gefühl, ich muss unterschiedliche Interessensgebiete, für die ich brenne,
irgendwie in meinem Leben integrieren und wie genau. das dann aussieht. Genau. Also ob, wenn ich von der Musik leben kann und das andere mhm. dann irgendwie auch integriert bekomme, dann so sure. Okay, na gut, dann haben wir das doch geklärt. Ne? Dann tun wir alles, um da ein bisschen den Weg schon mal so ein bisschen weiterhin zu unterstützen. So schön, dass du heute hier bei uns warst. Ja, es war wirklich total, abgesehen von der Musik, war es auch wunderschön, sich mit dir zu unterhalten. Also wir machen jetzt sowieso gleich weiter, wenn der Livestream beendet ist. Kurze Frage an die Regie, beenden wir nun mit hier den Livestream oder gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Jetzt gehen alle nochmal in sich. Ihr seht das nicht, die sitzen alle da auf dem Sofa. Also alle sind so still, weil sie total umgehauen sind. Ja, das ist auch nur. Englisch sehr gut, deine Stimme gut, deine Begleitung sehr gut. Warum singst du nur auf Englisch? Ja, genau, eine super gute Frage, die habe ich mich fast vergessen. Warum hast du dich für die englische Sprache entschieden und nicht für die deutsche? Ja, voll berechtigte Frage. Genau, würde mich auch noch ich interessieren. Ich habe ein deutsches Lied. Ja. Also ich habe, wie gesagt, ein deutsches Lied, aber ich habe, vielleicht liegt es daran, dass ich vielleicht, ist doof zu sagen, noch einen höheren Anspruch habe an deutsche Texte als an englische, ich weiß nicht, aber ich finde, im Deutschen bin ich sehr genau und im Englischen auch, aber die Sprache hat ein anderes Gefühl. Total. Und, ich weiß nicht, das ist vielleicht das, was eine Erklärung am nächsten. Ich denke nochmal drüber nach. Und, das können wir dann online alles sozusagen. Wenn Fragen sind, dann kann man sich ja noch schreiben. Ne? Genau. Super. Ja, voll der berechtigte Einwand. Wurde ich, ja, absolut. Aber ist es denkbar für dich sozusagen, dass du auch mal ein deutsches Lied schreibst? Ja, es ist so ein bisschen so, wenn ein deutsches Lied kommt, ja. dann kommt ein deutsches Lied, ist kein Problem. Also da muss ich der Vera recht geben. Aber es ist wirklich so, dass der Song tatsächlich, finde ich, das entscheidet. Also ich finde, manche Songs, die kommen einfach auf Englisch raus und andere, die kommen auf Deutsch raus. Und das zu, wenn man sagt, ach, mach doch den englischen Song doch mal auf Deutsch, das würde nicht wirklich so funktionieren. Also da müsste man schon sehr, weiß ich nicht, wissenschaftlich rangehen, um den zu übersetzen. Das ist ja nicht mehr diese Grundemotion. Deswegen, finde ich, entscheidet so ein bisschen der Song, ja, vielleicht auch, weil ich super wenig deutsche Musik gehört habe. Also ah ja, das entspricht nicht meiner Hörgewohnheit. Mhm. Also Reinhard May habe ich irgendwie so als Kind viel gehört. Habe ich auch sehr gerne gemacht. Reinhard May. Ja, beide, alle beide. Nee. Aline Kohn habe ich eine Zeit lang, also als dieses erste Album rauskam, habe ich da so ein paar Songs öfters gehört. Wir sind Helden habe ich eine Zeit lang, aber es waren so Phasen. Mhm. So, genau. Nee. Aber den Namen kenne ich immer. Oh Gott, das war jetzt... Also bevor es jetzt ausartet, ich glaube, wir verlagern das dann ins Private weiter. Ja. Da sind auch sehr viele bevor Fragen, glaube ich. Noch mehr peinliche Antworten geben. Genau, oder ich noch mehr peinliche Fragen stelle. Dann würde ich sagen, wenn die Regie einverstanden ist, ist noch Zeit für einen Song. Dann würde ich sagen, wenn du Lust hast, dann darfst du noch einen Song spielen. Und dann würden wir den damit sozusagen dieses wundervolle Konzert beenden. Da muss ich nochmal umstimmen. Gut. So, dann stelle ich jetzt die fiese. Jetzt kann ich die fiese Frage stellen. Genau, noch eine Frage, ja. Okay, jetzt kommen wir zu sehr, sehr privaten Fragen. Okay, dann muss ich die, dann stelle ich die. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Genau, nee, wirklich gut, weil dann kommen wir. Willst du vor dem Song oder danach darüber sprechen? Würde man sagen. Auf jeden Fall nicht während dem Stimmen. Achso, du kannst es. Kein Multi. Ich wollte dich jetzt mal testen, so. Das ist mein größtes Problem. Ich kann nicht Multi. Ich bewundere die KünstlerInnen, die. Ich könnte es auch nicht. Das heißt, ich bin jetzt deine Lieblingsinterviewerin, die dich ständig werden. Ich nehme dich einfach immer mit und du erzählst. Genau, und dann üben wir das und irgendwann. Was stimmst du jetzt? Wieder auf normal. Nee, keine Fragen während dem Stimmen. Normal und open die eigentlich. Ich wollte mal, Laura Marling hat letztens so Tutorials gemacht zu anderen Tunics. Das wollte ich eigentlich mal noch abchecken. Ja. Beim nächsten Mal dann. To self, genau. Wenn du wiederkommst. Der Song heißt sehr passend Going Home.
Als hättest du es so gelegt. Als ob es geplant wäre. Das war so doof, man muss dann auch nachdem das Kapo drauf ist, nochmal stimmen. Ja, ich habe das mal ohne gemacht, das war nicht so gut. Ja, das, und vor allem, ich muss dann abbrechen, weil ich kann das geht leider nicht. Ich finde es auch voll, ich finde es voll okay, besser als den Song durchzuspielen auf dem falschen Ton, finde ich besser. Das klingt doch schön. Kneeling on my land, I pour water on it and grab the earth with my two hands. Throw it at the walls, see what sticks, and then make my peace with it. Cause I'm going home to a place I left unfinished. I'm going home to give it all the care it needs. I'm going home. Choices that had sprung from a place of fear. I am done with those. But I'm looking at them now as lessons, and somehow it's clear. If only brought me here, home, 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 home. And ich habe Gänsehaut. Voll schön. Das passt eigentlich gerade ganz gut, nicht nur natürlich zum Verabschieden jetzt der Song, aber auch zu Hause. Ich habe gerade den Tipp aus dem Publikum bekommen. Und ich hatte so schon so eine Vermutung auf Instagram, dass da etwas, dass da ein Foto darauf hindeuten könnte, dass du ein Kind hast. Willst du da kurz was? Also das war richtig. Der Tipp aus dem Publikum war auch richtig. Okay, ist kein Fake. Fake. Magst du kurz erzählen, wie alt? Und Meine Tochter ist 8, schon ganz groß.
in der zweiten Klasse. Okay. Und richtig groß und cool. Und die ist so cool, dass sie dich auch für deine Musik inspiriert und beeinflusst? Ist ja, das tatsächlich? Also ich glaube, das Muttersein an sich ist halt einfach nicht so, Kinder sind die krassesten überhaupt. Und ja, wenn man die Herausforderung annimmt, dann quasi sind sie wahrscheinlich so der authentischste Spiegel, den man halt vorgehalten bekommen kann. Und das ist natürlich manchmal anstrengend, aber halt auch super geil. Ich wollte gerade fragen, wie kriegst du das alles unter einen Hut mit der Musik? Ist das, handelst du das so easy alles und es läuft einfach? Also da oder ich nicht finanziell abhängig bin von der Musik. So, ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Genau, und klar, also ich will zum Beispiel oder wollte, als ich so klein war, nicht die ganze Zeit auf Achse sein. Das war sicherlich auch ein Grund, warum Kolleginnen und Kollegen mir dann 2 Monate lange Wohnzimmertours gebucht habe oder so. Ich wollte gerade sagen, dann am besten doch mitnehmen. Und also, genau, also so dieses Fanbase erspielen, das ist auch alles möglich mit Kind auf jeden Fall. Aber das war irgendwie auch so meine persönliche Entscheidung, dass ich da irgendwie möglichst so ein bisschen Stabilität. Cool. Wow. Aber Respekt. Hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Aber echt Respekt, genau. Ja. Und jetzt ist es sozusagen, jetzt ist sie älter und jetzt gibt es bald ein Duo von euch beiden. Geige. Sie hat auch gestern ein Herbstlied erfunden, also auf Deutsch übrigens. Okay. Aha. Dann liegt es in den. Trotzdem ich nur ein paar Sekunden älter bin als du. Aber das Glück, noch im hohen Alter Vater zu werden, freut mich über Gebühr. Und er kennt ihn und er hat auch, wenn du sagst, zweite Klasse. Und das ist so ein cooles Alter, oder? Ja, voll. Ja, man kann so richtig beobachten, wie sie so. Ja, ist voll geil. Ja. Hammer. Ich habe auch keinen Fernseher. Tatsächlich? Ja. Ich natürlich auch nicht. Nur mal was lernen. Und da, also ich erwähne das nur deswegen und mische mich auf ein in die Thematik, weil du sagst, zweite Klasse, geh nach oben. Da mische ich mich jetzt auch in die Thematik ein. Zweite Klasse, Corona-Zeit, Schule, wie. War das? War das stressiger oder war es eher so dieses ein bisschen erholter zu Hause? Also für uns war es ein gut getimter Break tatsächlich in dem Moment. Tatsächlich. Und es ist irgendwie ganz smooth wieder angelaufen. Weil, also ich habe es so mitbekommen, die Hausaufgaben zu Hause, das waren endlos viele. Nee, das war bei uns. Okay, dann glückliche Schule gewählt. Sehr schön. Jetzt, glaube ich, ist Zeit, langsam den Livestream zu beenden. Wir reden gleich hier weiter. Die Fragerunde ist, es brodelt. Ich spüre das schon. So schön, dass du heute hier warst, dass wir dich bei uns hatten, dass ich dich kennenlernen durfte. So viel Erfolg und Glück und Ruhe vor allem und Spaß auf deinem weiteren Weg. Ja. Dass du einfach deinem Gefühl folgst und es so machst, wie du Bock hast und dass das so wird. Und dann eine gute Heimreise nach Treptow. Das ist natürlich jetzt inoffiziell. Und einen großen Applaus für Vera. Und nicht den Treptow. Danke euch auch fürs Kommen und fürs Zuhören und für den ganzen Raum hier und so. Sehr gerne. Wir danken dem Publikum fürs Zuhören. Ich danke euch fürs Zuhören und beende hier mit dem Livestream. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Macht's gut. Eure Alice. Dankeschön. Vielen Dank. Du bist jetzt wirklich raus aus dem Livestream. Weil letztes Mal hat er gesagt, wir sind raus. Und dann erzähle ich und plauder da aus dem Nähkästchen. Ist ja alles nur in der Tonspur drauf. So, dann erzählen wir jetzt die Geheimnisse.
Na, das macht's ja auch so spannend, wa?